Moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Schlosskonflikt-Video auf meinem Kanal. Heute wieder mit einer Heldenvorstellung. Und zwar geht es heute um Arius. Arius war früher einer der, ja, ich nenne es mal OP-sten Helden überhaupt. Heute leider nicht mehr. Aber wir gucken uns dennoch das Bild an. Ja, Skin heißt Death Metal. Ich fühle diesen Schild auf jeden Fall. Hammer. Ja. Ich lese euch kurz die fixe Fähigkeit vor, die mal gereworked werden könnte. Ja, fügt 6 Helden 350% Angriff reduziert deren Energie um 100 und verstummt diese für 5,5 Sekunden. Ja, was haben wir da? Wir haben da böse Rüstung, mehr Angriff, Schaden reflektieren, heftige Wut, mehr Leben, höhere Crit-Rate. Ja, Arius. Was ist zu Arius zu sagen? Arius ist ganz cool. Ist definitiv mal einer der besten gewesen. Wieder Hardstack. Wir sehen schon Solo. Haben wir vielleicht auch zu weit weggesetzt. Aber wir sehen schon, das wird ein Trauerspiel so ein bisschen, ja. Jetzt kommt mal ein Gegner an, haut ihn und erst los. Hat einfach damit zusammenzuhängen, sobald er selber gestunt ist. Er ist eben nicht wie die ganzen neuen Helden. Er ist nicht immun gegen dies und das und Ananas. Ja. Das macht ihn halt eben ein wenig schwächer. Inzwischen. Oh ja. Könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich man war, einen Arius zu haben. Arius war damals so top. Ich hab den immer ziehen wollen. Und als ich ihn dann das erste Mal gezogen habe, war schon seine Zeit eigentlich vorbei. Ist ein bisschen schade drum. Ach gut, was willst du machen? Ja, wir sehen auch, er ist jetzt nicht unbedingt der Schnellste der Schnellen. Ah, er macht seinen Schaden solide. Wie zum Beispiel in Stufe 2 brauchen wir gleich nicht reingehen. Das wäre ein wenig Zeitverschwendung. Ja, ich wollte gerade sagen, als ob er den Boss nicht tragt. Jetzt irgendwie Rick geworden. Klong, kling, klong. Und. Ja, das hat sehr gut geklappt. Jetzt. Es ist in meinem Kopf. Herrlich, herrliches Arena. So, gegen den hier haben wir noch nicht gekämpft. Und ich sage, Arius hat aber eine Chance. Der wird wahrscheinlich gespawnt werden. Ja, gut. Hat er sehr, sehr wenig Chancen gehabt. Wir mal aktualisieren. Ja. Komm, Arius, zeig, was du kannst. Und klang tot. Noch hält er sich. Nicht gedacht. Nachher ist er noch. Wir haben einen Zweier mitgenommen. Ich habe leider nicht gesehen, wer es war. Ja, also so könnte man ihn als Support, als mittelmäßigen Support, könnte man ihn noch spielen. IGG. Ich weiß, ich jucke euch inzwischen einen Scheißdreck, weil IGG inzwischen einfach nur noch an sich denkt und nur noch ans Cash, statt die kleinen Creator, die eigentlich einen Vertrag haben, zu unterstützen. Remake doch Arius einfach mal. Statt jeden Monat zwei neue zu bringen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich habe den Pegel da gesehen. Was ist das? Was ist das? Will ich damit? Was habe ich mein? Ja, der hier ist cool. Ja, keine Frage. Wenn wir jetzt mal Skins gucken, ich glaube, das eine ist ein Skin für den einen Dude. Machen wir mal hinter. So viel Geld für dieses Spiel ausgegeben. Ja, den finde ich auch ganz cool, aber. Ach, Leute. Remaked einfach mal die Helden, so wie League of Legends.
wechselt euch ab in dem System zwischen Remake und neuen Helden. Ein Monat das, zwei Remaken, ein Monat zwei neue. Damit habt ihr ein viel besseres System und die Community kriegt auch wieder Spaß an alten Helden. Gut, ja, Arius war, wie gesagt, leider der Flop, liegt aber daran, dass er einfach veraltet ist. Wenn euch das Video dennoch gefallen hat und ihr mich gerne unterstützen möchtet, guckt gerne mal die ersten Links in der Videobeschreibung an. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Je nachdem, um welcher Uhrzeit ihr euch das Video anguckt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.